Mein Name ist Georg Peter. Wir haben einen Spargelbetrieb mitten in Oberasbach drin. Machen jetzt seit über 20 Jahren, seit 97 bauen wir Spargel an. Jetzt eigentlich schon fast in der zweiten Generation mittlerweile. Wir sind jetzt hier ja, zwischen Oberasbach und Stein ganz grob auf einem Spargelfeld. Und man sieht im Hintergrund unsere rumänischen Erntehelfer fleißig an der Arbeit, um den ersten Spargel zu stechen. So früh in der Saison gehen den Peters 13 Arbeiter zur Hand. In der Hochzeit sind es dann 40. Die arbeiten auch lieber ohne Maschinen, die ihnen mit den Folien helfen. Und der Spargel muss so oder so von Hand gestochen werden. Wir bekommen immer als Rückmeldung, unser Spargel schmeckt so extrem intensiv. Darauf schieben wir es ein bisschen, dass wir einfach nicht diese perfekten Bedingungen haben, der Spargel nicht so schnell wächst, einfach der Ertrag nicht so hoch ist und ja, deswegen vielleicht der Geschmack ein bisschen intensiver ist. Aber wie gesagt, ich kann das selber nicht beurteilen. Ich esse eigentlich nur unseren Spargel. Und kennt den anderen nicht so. Wenn der Spargel geerntet wurde, geht's ab zum Hof, wo er erstmal gewogen und gewaschen wird. Bis zum nächsten Schritt wird er dann im kalten Brunnenwasser gelagert. Man kann so erklären, man ertränkt den Spargel, dass er einfach nicht mehr weiterlebt. Dass er wirklich aufhört, weiter zu, ja, umzusetzen, zur Verfärbung. Lauter so Sachen hören dann auf, wenn man einfach ins Wasser reintut. Dann ab in die Sortiermaschine. Hier werden die Spargelstangen geschnitten, gescannt und kategorisiert. Krümmung, Dicke, Länge, Köpfe und Rost spielen eine Rolle. Anschließend wird der Spargel im eiskalten Wasser geschockt. Das verlängert die Haltbarkeit. Danach können die guten Stücke auch schon verkauft werden. Vor allem hier im Hofladen in Oberasbach. Was aber, wenn gerade nicht Spargelsaison ist? Neben dem Spargel haben wir ganz normal Ackerbau mit ja, Getreide, Mais, Zuckerrüben, was man halt so ein normaler landwirtschaftlicher Betrieb so macht. Haben Tiere noch, also haben Fresseraufzug, wir ziehen so kleine Kälbchen auf, bringen ihnen das Fressen bei. Also wir haben auch den restlichen Jahr über genug zu tun. Georg Peter ist schon sein Leben lang auf dem Hof und hat sogar einen Bachelor in Agrarwissenschaften gemacht. Man ist halt selbst und ständig, muss immer da sein, aber trotzdem seine Freiheiten. Man hat jeden Tag was anderes zu tun. Es gibt nicht dieses, ich gehe früh in mein Büro, hocke mir einen Computer und dann abends gehe ich wieder heim. Man muss sehr flexibel sein, vom Wetter abhängig. Und das ist einfach der Reiz dahinter. Und es macht einfach riesengroßen Spaß, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Der Rangau-Spargel ist und bleibt seine Leidenschaft. Und von seiner Qualität können Sie sich am 26. Mai beim Spargelfest in Oberasbach selbst überzeugen.